Moin, ihr Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn, ihr Lieben. Guckt euch das an, von da unten kamen wir hier und wir sind hochgeklettert. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Bloß keinen falschen Knopf drücken, ihr solltet von der Kante weg. Denn ich bin ein Spezialist, ich falle gerne bei sowas runter. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir einen Langhals überbrückt. Und jetzt sind wir eigentlich immer noch... Erinnere ich mich an das Panorama in Meridian. Halt die Klappe. Ich meine, sei mal bitte ruhig. Jetzt sind wir eigentlich immer noch dabei, da hinten hinzugehen. Schauen wir uns mal kurz. Oh ja, Speicher. Hallo! Hier gestanden. Wir machen auf jeden Fall Manuel. Speichern. Hat er mir nicht gerade da hinten angezogen? Oh, ernsthaft. Ich gehe ja schon wieder zurück. Er zeigt das mir wieder so. Kann ich mein Pferdchen holen? Es kann sicher klettern. Langbein? Ah, so ein Langbein. Ich glaube, die könnten wir mittlerweile überbrücken, die langen Beine, die mich gerade sehen. Wir sollten uns mal die Tarnkleidung holen. Da hat man mir gesagt, dass es sehr gut sein soll. Mit bisschen aufrüsten und dann ist die eigentlich perfekt. Wir gucken mal, dass wir das nächste Mal holen. Ja, holen. Wenn wir irgendwo meinen Verkäufer sehen. Drücke alle Knöpfe, nur nicht das, was ich drücken möchte. Sehr schön. Oh ja, das sag ich auch. Was ist das? Ah, ein Hoppity-Ho. Und wir müssen noch ein bisschen reiten. Vielleicht sollten wir uns ein Hoppity-Ho holen. Das, was hier unten gerade ein bisschen ersäuft. Ganz ruhig. Am Hintern auch noch. Einlauf da seines Lebens. Ist er schneller? Ne, ich glaube, von der Geschwindigkeit her sind sie gleich. Wartet mal. Oh, ich dachte gerade, da hinten ist was etwas Größeres. Das gerade seine Flügel so ein bisschen ausbreitet. Ja, man kann sich auch mal täuschen. Was ist denn das? Wächter? Liegt da was tot? Oh ja. Da ist tatsächlich was tot. Aloy. Ja? Du bist jetzt fast da. Wird auch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Ja, ich kenne auch sowas. So fokuslächerlich. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst mich. Ich bin auch gar nicht so weit. Das meint er garantiert nicht. Das da hinten meint er garantiert. Ja, so weit bin ich nicht, Kumpelblase. Oh, wartet mal. Oh, guckt euch das mal an. Hallo, Sportskanone. Lasset mal uns schauen. Wir gehen mal ganz nach unten. Hätte ich auch ein bisschen schneller machen können.
Die können wir alle nicht kaufen. Ach, welch für ein Jammer. Ich kann es nicht kaufen. Feuerangriffe. Gut, ich weiß nicht, ob ich unbedingt die hole oder ob ich noch ein bisschen sammel und die bessere mir dann hole, wo wir zwei Teile reinpacken können. Wo ist denn das Lagerfeuer? Ach, da hinten. Gott. Ich glaube, ich war gerade mit meiner Hoppetihü runtergefallen. Na, da hinten ist es. So. Nee, Hoppetihü. Ah, sorry, verwechselt. Ich weiß ja noch nicht mal, warum wir hier jetzt diese Strapazen machen. Ich hab's vergessen. Oh, Speicher. Okay, was jetzt? Speicher. Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Was war das? Leichte Aggression bei uns? Gut, wir dürfen jetzt auf dem... Das wird ganz schön eng. Das ist ganz schön dunkel und eng. Ja, stimmt. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg kommen. Du musst an ihnen vorbei. Ist das der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Wir versuchen, das Ding zu überbrücken. Thank you.
Flughäfen weg. Ich muss an ihm vorbeischleichen, natürlich. Lass mich raten, ich komme hier nicht hoch. Ich bin weg. Hallo? Ich bin gerade leicht blind. Oh. Ah. Jetzt sehe ich's. Hätte ich ja von Anfang an machen können. Hätte ich diesen Salat nicht. Wirklich jetzt hätte ich den. Ich hab's nicht gesehen. Hui! Ich bin ein Trottel. Jetzt. Was habe ich hier? Ich renn durch. Mehr als durchrennen geht ja nicht. Hat keiner mitbekommen. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Wolke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Bringt doch eh nichts. Ich werde doch eh gesehen. Sagt mir das keiner!
glaube, ich weiß nicht genau. Du glaubst gar nichts. Komm raus und ich mache es auch ganz schnell. Hallo? Ich würde gerne... Hey, ich wollte da runter! Zu mir, Brüder! Ach, du willst mich doch verarschen! Da. Schatten, führe mich! Und jetzt rein da und kämpfen! Alter, ich sehe nichts. Ich hatte dich doch schon fast. Verschwende nicht meine Zeit, ich finde dich doch sowieso. Abbrechen! Ziel gefunden! Ich seh nix! Ich habe absolut nichts gesehen! Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ich sag doch, bei mir klappt das nie mit Schleichen. Die Abseilstelle. So komme ich hier raus. Aber zuerst muss ich das Netzwerk crashen. Ach, toll. Okay, ich habe es so ein bisschen missverstanden. Besser gesagt, ich habe nicht so richtig zugehört. Gut, ich habe gehört, dass wir links gehen sollen, aber ich dachte, wir müssten uns rechts abseilen. Ah, wir gehen mal da drüben hin. Looten, meine Kinder, looten. Wir dürften eigentlich jetzt alle K.O. geschlagen haben. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Echt, was ist denn das? Ja, gewiss. Ja. Ein Waschbär. Gut, ich glaube, können wir sowas so nicht mitnehmen. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es in fort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Tja, hören? Mein
mein Gebieter. Der 13. König des Kaja-Sonnenreichs wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. So, wir haben noch mehr Nachrichten. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Ein strahlendes Licht des Glaubens? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Ein Bild von Meridian und dem Turm. Was? Wo? Sorry, Leute, ich hab's unterbrochen. Ich wollte nur gucken. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Wir sind gleich durch. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest, sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Schöner erster Eindruck nach der Hochzeitsnacht, muss man schon zugeben. Ich hasste dein Gesicht. Alles klar, Schatzi. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. Gut, jetzt können wir laufen. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen, die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung.
Alles klar, gut. Wir hätten eigentlich von Anfang an hier hingehen können. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Kann Eloy nicht einfach darüber klettern? Warnung. Irreguläre Übertragungsquelle entdeckt. Der Baum. Deswegen hat er vielleicht vorhin so komisch geleuchtet. Vielleicht kommen wir da rüber. Gott sei Dank haben wir alle getötet. Ganz ehrlich. So können wir uns wenigstens frei bewegen. Hier. Drück mal. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Na, ich weiß ja nicht, ob es Sprengungen sind. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Alles klar. Und er bewegt sich nicht? Komm, dich retten. Aber ich vertraue denen irgendwie nicht. Warum sollen wir das Modul hier... Rotten. Ich sehe das Modul. Achso, das Modul. Okay, hab's verstanden. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Sie schreit ja schon vorher. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Batman, bist du's? Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Oh, was ist das denn? Springen! Oh, ja, guter Weg! Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Wo muss ich hin? Achso, da drüben. Soll das ein Witz sein? Ja, so ein bisschen. Alter, Tinette macht mich fertig. Kein Problem. Lauf weiter! Ja. Ah. Soll das ein Witz sein? Ich verstanden!
stirbst. Der einen hat sich gerade selbst umgenietet. Da. Renn. Die Brücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Tschüssi. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ja, Leute, das war ja ganz schön knapp, ne? Oh. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Aber sowas von, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, ich werde hier einen wunderschönen Cut machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Freigeschaltet. 6 Stück? Oh Gott, was wollten wir? Oh Leute, und was wollten wir? Oh, was wollten wir nochmal? Ich verwechsel das. Das nehme ich auf jeden Fall. Oh, ich hab nichts mehr. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.